that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that are dried upon some line. Heute, den 5. Mai, findet zum 5. Mal die Kremste Klassik in Neuhofen statt. Wir von Kremste TV sind natürlich wieder live dabei zum 3. Mal. Ein wunderschönes Auto, eine Porsche vom Brandstätter aus Neuhofen wird heute wieder eine tolle Veranstaltung. Ja, wird heute 5. Mal die Kremste Klassik. Wieder viele Teilnehmer, ich habe gelesen, 71, stimmt das? Ja, wir haben heuer aufstocken können, durch das, dass wir die Obenveranstaltung im Vorraum Neuhofen machen. Haben wir heuer auf 71 Teilnehmer aufgestockt und ja, das schaut gut aus. Was sagst du heute zum Wetter? Für einen Marathon perfekt, wie schaut das aus bei einer Reile? Ja, es ist natürlich, wenn es nicht zu heiß ist, auch ganz angenehm, aber ich hoffe, dass es trocken bleibt, dass es nicht regnen wird, weil sonst die ganzen Helferteams natürlich im Freien natürlich ein bisschen schlecht raus sind. Ne? Was habt ihr heute für Sonderprüfungen? Habt ihr irgendwas Spezielles heute wieder am Programm? Natürlich, wir haben wieder einen Ruhmplatz in Sierning drüben, wo es wieder eine Beschleunigungsprüfung gibt, also sicher ein Highlight auch. Dann nachher wieder schöne Strecken bei diversen Firmen auch, wo wir dann Sonderprüfungen machen und dann zum Mittag wieder am Kassberg, wo wir über die gesperrte Mautstraßenaufe dann die Sonderprüfung machen, oben dann die Mittagsrast und nachher dann runter wieder die Sonderprüfung vom Vormittag wiederholen praktisch. Der Zürenlauf ist ja heuer ein bisschen geändert. Der geht ja im Marktplatz runter und dann die Endveranstaltung ist ja dann im Forum, oder? Genau, wir machen es heuer so, dass wir die Fahrer, also diese Präsentation am Marktplatz ein bisschen kürzer gestalten, dass die Autos praktisch kommen, durchfahren und am Marktplatz eine kurze Sonderprüfung machen, wo halt dann die Zuschauer auch mal ein bisschen sehen, um was geht es da, was machen die eigentlich und können also ein bisschen mitfiebern. Man sieht dann auch die Zeiten, was die Teilnehmer fahren und von dort geht es dann gleich weiter ins Forum. Dort werden dann die Autos aufgestellt, das heißt, man kann sich dort jederzeit dann die Autos anschauen und Abendveranstaltung mit Siegerehrung dann im Forum Neuhofen. Genau. Wieder eine super Veranstaltung, viel Spaß bei der Durchführung heute. Dankeschön, danke. Einen schönen guten Morgen, ich habe gerade erfahren, das Fahrzeug ist das Fahrzeug Ihrer Gattin, genau. Aber fahren dann Sie? Nein, wir fahren beide, diesmal ist das Ersatzauto, weil das andere noch nicht fertig geworden ist und jetzt fahren wir mit dem Mark II, auch ein Jaguar. Und wir wechseln uns immer ab beim Fahren, also dass wir beide was davon haben. Und die Sonderprüfungen, wer fährt die auch abwechselnd? Die fahren wir auch abwechselnd. Die Schnittprüfungen fährt meistens meine Frau ein bisschen besser und bei den Timings wechseln wir uns ab und dann schauen wir, was rauskommt am Ende vom Tag. Dr. Medibischek, wir haben gerade gesehen, der Regen sitzt ein bisschen ein. Heute erstmalig bei der Kremster Klassik, seitdem wir vom Kremster TV dabei sind. Wie wetterfest sind Sie mit Ihrem Fahrzeug heute? Wir sind sehr wetterfest, weil wir haben in der Bodenplatte zwei Stoppel zum Auslassen der Badewanne. Das ist serienmäßig. Verdeck gibt es leider keines. Können Sie uns ein bisschen was sagen zu diesem Fahrzeug? Ist ein ganz spezielles? Ja, das ist ein Devin D. Der ist von Bill Devin von Mitte der 50er Jahre bis Mitte der 60er Jahre gebaut worden. Und das Fahrzeug, das ist mehr im sonnigen Süden gefahren, nachdem es kein Verdeck hat? Naja, original hat das Fahrzeug ein Verdeck, nur meine Größe und das Verdeck sind inkompatibel. Hallo, ganz kurz müssen wir auch ein Interview machen. Hallo, grüß Sie Gott. Hallo. Wir sehen, da ist ein ganz spezielles Fahrzeug, sowas habe ich noch nie gesehen, ein Stirling. Können Sie mal kurz darüber was sagen? Ja, es ist ein 70er-Jahr-Auto von Stirling designed, in Amerika gebaut und ist auf einem Käferchassis. Also es ist ein Käfer mit 50 PS, 1600er Maschine. Ist damals auf der ganzen Welt eigentlich so gebaut worden. In Österreich gibt es ein Lidl AS und das ist halt der Stirling und ist das einzige typisierte Fahrzeug in Österreich. Okay, also es ist nicht der Wolf im Schafspelz, sondern umgekehrt. Ja, das Schaf im Wolfspelz. Richtig. Also 50 PS hat das Fahrzeug. Das hat 50 PS, die Käfermaschine hinten drinnen und war ein Star in einem Hai, wie ist die Hölle los, Teil 2, ist er mitgefahren. Also ja, ist cool zum Fahren, ist er aufsehenerregend beim Einsteigen. Und heute ist die Hölle los bei der Kremster Klassik. Genau, ja. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein mit dem Fahrzeug?
Ja, schätze ich ganz gut, weil ich komme unter die SPS, komme ich unten durch. Schmidberger Franz Junior, vor 2 Jahren warst du dabei, eher wieder mit dem Lancia Evo. Ich glaube, du hast den Sieg gemacht, oder? Ich glaube, das war der vorletzte Platz. Der vorletzte Platz, okay. Und heute hast du aber vorgenommen, im Ziel einzufahren. Wir haben auf jeden Fall das Ziel höher gesteckt, ja. Das schon. Wo wird deine Stärke sein? Hochberghaus wieder nämlich stärker? Bergauf ist mit Lancia natürlich sicher besser, ja. Aber allgemein, ich glaube, dass die Mitbewerber relativ gut sind. Der letzte Schliff nur am Auto, ja. Ja, ja. Was wird da heute für Musik gehört, wenn da die Rallye gefahren wird? Ich nehme mal an, Elvis Presley oder so. Elvis, Rockabilly, so quer durch die Bank, ja. Und sonst heißt es konzentrieren. Also nicht nur chillig da jetzt die Rallye absolvieren, sondern schon sehr viel Konzentration. Nein, dabei. Nichts. Nur nicht Letzter werden, ja. Das ist der Auftrag. Germanus, bist du heute das erste Mal dabei bei der Kremster Klassik oder schon mal mitgefahren? Das zweite Mal. Das zweite Mal. Mit welchem Fahrzeug bist du da am Start? Porsche, erkenne ich? Ja, 356 B, Baujahr 60. Wie siehst du deine Chancen? Ich meine, du bist da daheim in Neuhofen und die Umgebung kennst du auch gut. Ein Top-Fahrzeug mit der Platz 1 werden, oder? Glaube ich nicht. Heuer, 5. Mal wieder die Kremster Klassik. Letztes Jahr war am selben Platz die Sonderprüfung. Da hat es ein technisches Gebrechen gegeben. Wie schaut es heute aus? Na, heute funktioniert es einwandfrei. Ja, es ist wirklich eine sehr herausfordernde Sonderprüfung, wo es sind 4 Messstellen zu durchfahren bei einer genauen Zeit, vorgegebenen Zeit. Ja. Und manche haben also Probleme mit der Konzentration, weil wir haben schon einige Verfahrer gehabt, die haben nicht den richtigen Weg gefunden. Wir haben heute schon gesehen, es ist eine zweite Rallye heute im Gange. Ist das richtig? Richtig, die Lions Classic ist auch heute. Ja. Aber ich sage, das ist mehr etwa eine touristische Ausfahrt, ja. Und wir sind halt mehr sportlich geprägt. Ja. Auch wieder mit Hochberghaus heuer? Wir fahren wieder am Kasberg. Ja. Wir haben eine Sonderprüfung auf der Bergstraße zum Hochberghaus. Und die wird auch interessant, besonders herausfordernd, weil 4 Teilstücke in exakt der gleichen Zeit zu fahren sind. Ne? Heuer ist er aufgestockt worden von 65 auf 71 Teilnehmer, ist das richtig? Ja, das ist richtig, weil wir haben so viele Anfragen und wir haben aufgestockt auf genau genommen auf 74 Teilnehmer. Wir haben Teilnehmer aus Deutschland, aus Italien, aus Ungarn, aus Slowenien und aus der Tschechei. Also freut uns, dass wir auch international jetzt schon besetzt sind. Ne? Ganz eine tolle Veranstaltung und hoffentlich spielt das Wetter ein bisschen besser noch am Nachmittag mit. Es ist doch herausfordernd, ja. Und aber das macht es interessant. Das genau, macht es interessant. Und da müsst ihr aufpassen, dass ihr den richtigen Weg findet. Ja. Angesprochen, das erste Stückel, da früher wegen gerade auch sein, ist das das richtige Auto da zum Beschleunigen? Nein, der hat nur den 6-Zylinder drin. Lass also ist die Straßen ein wenig aus. Darf man kurz unterbrechen? Ja. Können wir ein Interview in Deutsch machen? Können wir auf Deutsch machen. Ja, ja. Sehr gut, ja. Schon das Kennzeichen zu. Okay, wir haben gerade gesehen, ihr seid da mit einem Skoda unterwegs von Tschechien, ja. Auch mit tschechischen Kennzeichen. Ja. Ist das richtig? Seid ihr von der Tschechei? Ich bin aus Tschechien. Meine Frau ist aus Tschechien, ich bin aus Oberösterreich, aber wir leben in Tschechien, darum ist das Auto in Tschechien. Wir haben schon gesehen, das Auto hat schon einiges mitgemacht, aber es hält. Gott sei Dank noch. The back roads by the rivers flowing gentle on my mind. I dip my cup of soup back from a gurgling, crackling cauldron in some train yard. My beard a roughening coal pile and a dirty hat pulled low across my face. Through cupped hands round the tin can, I pretend to hold you to my breast and find that you're awaking from the back roads by the rivers of my memories, never smiling, never gentle on my mind.